Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Man hört ein anderes Lied von Halo 1, Undercover of Night heißt dieser Soundtrack. Ich liebe ihn. Ja, und genau aus dem Grund, das, was wir links oben sehen, aus diesem Grund habe ich gerade nur eine einzige Danganronpa-Folge heute aufgenommen. Eigentlich wollte ich mehr, aber... Ja, wir machen jetzt Xenoblade Chronicles 3. Ich muss erst mal gucken, wo man das aktiviert. Ich lasse erst mal ein bisschen hier diesen Soundtrack, bis ich das herausgefunden habe. Muss ich einfach nur fortsetzen? Oh, der Sound ist so gut. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich Halo liebe. Ich meine, dieser Soundtrack, der kann problemlos auch in solchen Spielen hier vorkommen. Vor allem, es gibt auch ein Anime über Halo. Da kommt original... Oh, stimmt ja, gegen das Vieh wollte man kämpfen. Da kommt der Soundtrack des Spiels vor. So, jetzt muss ich mal gucken. Na, das da. Das sollte ich jetzt haben. Wie aktiviere ich das? Lass mich mal kurz gucken. Oh, der Sound. Hört ihn euch an und genießt ihn. Blind? Moment mal. Ja, muss ich jetzt machen. Tut mir leid. Ich muss jetzt gucken, wie ich das aktiviere. Toll, dass ich einen Soundtrack von einem Microsoft-Spiel während Nintendo hier laufen habe. Schön. Oh, sorry, Halo ist einfach das Nonplusultra. Da kann auch Xenoblade nicht dagegen ankommen. So, jetzt muss ich mal gucken. Der 26.04., der ist heute. Wie aktiviere ich das? Weiterlesen, ja. Ich würde gern wissen, wie ich das aktivieren kann. Die erlöste Zukunft. Das da links ist, glaube ich, diese, oh, wie heißt die nochmal? Fala Noah oder wie hießen die nochmal? Das hier könnte Shulk sein, das hier könnte Sieg sein. Das hier könnte Jin sein. Ich bin gerade zu blöd, glaube ich. Kann ich das hier irgendwo aktivieren? Helden? Nee, eigentlich müsste es bei Missionen sein, oder? Alle abgeschlossen. Ich habe in diesem Spiel mehr gemacht als in jedem anderen RPG. Generell abgeschlossen, Alter? Nee. Ah! Ah! So, sind die beiden Dinger? Nee. Was ist das?
Ja, ich denke gerade nach, deswegen kümmere ich mich gerade nicht um den Soundtrack. Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt reicht's mit dem Soundtrack. Weg damit. Toll, jetzt kann ich es nicht mal minimieren. Minimier dich. Oder besser gesagt, schließ dich. Noch besser. So, wir hören Xenoblade Soundtrack. Geil. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Story aktiviere. Tut mir leid. Gut, dann kämpfen wir gegen das Vieh. Loyaler Pirutan. Moment. Bevor ich irgendwas mache. Achso, ich habe gerade dich. Dann, ja, wollte ich ja. Was hast du nochmal? So, ja, wenn du abschließt, das bringt nichts. Bei allen anderen. Das ist natürlich gut, aber dafür musst du wiederkommen. Wird schon passen. Ich kämpfe gegen dich. So! Ich muss sagen, ich habe ja dieses Headset. Und das tut. Warte! Wieso habe ich so auf die Schnauze bekommen? Kann mir das irgendjemand sagen? Wie? What the fuck? Das ging schnell. Ja, das tut ganz schön auf dem Ohr weh, auf dem linken. Wieso ist das Vieh so krass? Der ist doch schwächer als wir. Verpiss dich. Ich muss ihn alle machen. Er hat abgewehrt und mich gekillt. Oh, danke fürs Hochhelfen. Ich brauche die Angriffskette, sonst habe ich null Chance. Auf Handel zu stemmen. Macht das viel lieber alle. Auf Bogen zu schießen. Warum ist das Vieh so mächtig? Ich will voll von der Seite, das nichts gebracht hat. Okay, scheiß drauf. Solange noch alle leben. Oh. Nein, ich will. Genau das will ich. Was, du hast 35? Ja, aber dafür müsstest du wiederkommen. Majestätische Zone. Ich habe schon Zunge gelesen. Ja, majestätische Zunge. Was kannst du bloß machen? Solides Silber. Gesegnete Klinge. Na, verdammt. Na gut, ich komme auf 150, aber es bringt mir leider nicht viel. Gut. Der Marsha oder wie die heißt, muss wiederkommen. Ja. Ich könnte jetzt mit Noah draufhauen. Oh, mein Ohr. Das ist hinüber. Was tun, was tun? Oh! Dick! Nein, das ist zu viel! Geil, Noah! Das solltest du eigentlich nicht machen. Ja! Oh!
Nein, ich will hören, was sie sagt. Kritische Rate im... Geil. Ja, ich komme auf jeden Fall auf 150. Wobei, ich könnte auch auf über 200 kommen. Moment. Die habe ich jetzt eingesetzt. Dann Tyon. Senna. Und Noah. Das sind 4 Figuren. Das heißt... Meine Chance steht 75%, dass Marsha oder wie sie heißt zurückkommt. So widerstehst du dem immer? Ja, weil ich immer dieselbe Attacke einsetze. Das sieht cool aus. Ja! Aber Noah ist nicht da, verdammt! Oh, Lance! Verdammt! Ich kann nicht... Mio, na gut, was soll's. Umgeworfen. Soll ich oder soll ich nicht? ...70, 120... ...30 komme ich nicht. Also ich komme nicht auf 150. Außer ich setze Juni oder... Senna ein. Ja, ich wäre nicht auf 150 gekommen. Kannst das Ding ja kaum heben. Nein, scheiße. Oh, sie ist wieder da. Bitte, nicht so viel. Halt dich im Zaun, Mädel. Danke. Oh, wenn du schon 114 hast. Wow, der hat echt Schaden eingesteckt. Das war gut. Der nächste Angriffskette kriege ich. Wow! Der nächste Angriffskette kriege ich nicht mehr hin. Also mache ich es so platt. Auf zu widerstehen! Und Feind hat ja so ein nicer Scheißer in seinem. In irgendeinem Mario-Dings hat er es eingebaut und. Ich habe das mal erweitert, aber. Ich hab's versucht hochzuladen, konnte ich aber nicht wegen Urheberrechts-Scheiße. Aber ich habe das Video mal gemacht und das werde ich Final dann noch zeigen. Oh, da hinten sehe ich was, eine Truhe. Veneris-Ringe. Was sind das für Sachen? Geil! Was war da noch? Vitiv. Ja, was packe ich dir weg?
Das ist alles so gut, was Noah hat. Ja, dann das da. Viel Spaß damit. Jetzt geht's du ab wie Schmidts Katze. Nee, gegen euch will ich nicht kämpfen. Ich will eigentlich die Truhe da hinten haben. Wie komme ich da ran? Einfach hochspringen? Komm, ich bin doch fast dran. Fast dran. Ich sehe nichts. Ja. Keine Ahnung, ob das so geplant ist, aber ich cheate einfach. Ha, ha, ha. I hope we can make use of this. Wow, got a rare dude all right here. So. Das ist so ein Ätherkanal wieder. Irgendwo. Wehe, er greift mich an. Achso, unter mir. Da ist auch so ein fliegendes Mistvieh. Ist da hinten diese... Ja, dachte ich mir. Aber so sieht das gar nicht so weit weg aus. Hm. 209. Was ist nochmal meine Mission? Achso. Diese Sandbank da. Hinten sind Lichter. Achso, es ist Feuer. Diese Sandbank. Da runter. Oh, ich hoffe, ich lande im Wasser. Gut, gut, gut. Ich dachte schon, ich wäre falsch gesprungen. Dann wäre ich verreckt. So, dann komm mal her, Sandbank. Muss ich da irgendwo reinfallen? Ja, oder? Dort vorne ist er. Ich sehe ihn. Dort ist er. Wolltest du nicht irgendwie einen Ring oder so? Für deine Juliette? Hiermit ist meine süße Giulietta da. Da. Ja, Juliette, Giulietta. Hiermit ist meine süße Giulietta endlich. Ah! Mahlzeit. Romero! Ja, gib mir meinen Juwelenkiesel zurück. Ja, das war's, kein Ring. Ah, Krabi setzt Blubstrahl ein. War wohl eher Blubber. Romero! Kümmern wir uns besser darum. Ja, auf einmal kann er wegrennen, ist klar. Oh. Wobei, bis nur 47. Ich hatte für einen Moment tatsächlich gedacht, dass du eine Herausforderung sein könntest. Guck mal, Papa Bälle. Lalala. Ich werde jetzt deinen Panzer knacken. Und aus dir Schrimps machen. So. Schrimpsalat. Jetzt dachte ich, die zieht ihm eine drüber. Das wird zu Juni passen. Alles in Ordnung? Mir geht es gut, mein Freund. Ich war nur unaufmerksam. Eigentlich sah Romeo sehr aufmerksam aus. War nur einfach zu schlecht. Seht mal, da ist der Juwelenkiesel ja wieder. Oh! Jetzt kannst du Giulietta heiraten. Oh, wie sie auch noch so eine Pose macht. So, ja, ich will Noah heiraten. Meine Dankbarkeit euch allen gegenüber kennt kein Grund oder Boden. Ich habe schon Datenbank gelesen. Ich muss zurück dorthin, wo mein Liebling auf mich wartet und ihr die guten Neuigkeiten erzählen. Und wenn ihr mitkommt, dann würde ich euch gern meiner Liebsten vorstellen. Sie erwartet mich in der Michiba-Kantine, ein Ort mit tausenden Erinnerungen. Ich bitte euch, kommt mit mir mit, meine Freunde. Kommt mit mir mit. Dachte, ich habe mich gerade verlesen. Okay. Zurück in die City. In the City. Ja, erstmal Karte. City, komm her. City. Ist diese Kantine.
Kantine. Was gibt's denn Leckeres? Ihr wollt doch dahin, oder? Achso, ein paar Schritte nur weiter weg. Giulietta, meine Liebste. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Oh, Romero, mein Romero. Mein Verstand kann kaum erfassen, dass du den Stein gefunden hast. Erfassen? Ihr redet echt wie in Shakespeare. Naja, nicht ganz. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, wie lange ich dich habe warten lassen. Welch Unsinn, liebster Mann. Einzigst Vaters Starrsinn ist es geduldet. Ja, die reden echt so. Wer sind die hier? Die hier? Wir haben euch geholfen. Seid mal ein bisschen freundlicher. Ein paar Freunde, die mir zur Seite standen. Ich habe vernommen, auch Garrett sei hier. Golden Sun? Ich glaube, Moment, einer hieß Isaac? Einer hieß Garrett? Also hier Isaac, der Haupttypus, dann Garrett, sein bester Kumpel, der mehr auf Stärke geskillt ist. Dann gab es, glaube ich, Ivan, der auf Geschwindigkeit geskillt ist, aber irgendwie nichts aushält. Und ein Mädel gab es noch, so eine in Blau, wie hießen die? Die hatte auch einen kurzen Namen, ich glaube, die hieß auch Mia oder Miu oder so. Muss ich mal gucken. Jedenfalls Golden Sun, auch super Spiel. Ja, dort. Ach so, stimmt ja der. Moment! Achso, ich dachte, Lance sagt das. Moment, Garrett ist also Giuliettas Vater? Siehst du, Vater? Meine Zuversicht war wohlbegründet. Romero hat den Stein gefunden. Ja, das ist eindeutig ein Juwelenkiesel. Hast du ihn alleine gefunden? Ich habe von meinen werten Freunden, den Ouroboros, ein wenig Hilfe erhalten. Sie sind der City treue Gefährten. Mit ihren Fähigkeiten wird es auch möglich sein, den Krieg mit den Möbius zu beenden. Du hast eindeutig dein Versprechen gehalten und einen Juwelenkiesel hergebracht. Hierher gebracht. Vergiss aber nicht, dass das Ziel der Aufgabe war, es festzustellen, ob du meiner Giulietta würdig bist. Wenn andere dir geholfen haben, glaube ich nicht, dass die Aufgabe als bestanden angesehen werden kann. Der ist so ein Trottel. Ich könnte ihn jetzt schon wieder... Das ist schon wieder so ein Kokichi-Denken, was ich habe. Ich will ihn einfach nur würgen und wegklatschen. Nun ja, diese Sichtweise ist durchaus verständlich. Und was ist mit der anderen Bedingung für die Heirat? Wovon sprichst du, Vater? Gibt es noch mehr, was wir tun müssen? Er muss die Verlorenen verlassen. Dazu muss ich sagen, ich verlasse meine Freunde bei den Verlorenen nicht. Ich habe mich um Giuliettas Willen für die Verlorenen gemeldet. Ich kämpfe um die Welt für sie allein zu retten. Mein süßer Romero. Tut mir leid, dann wirst du Giulietta nie heiraten. Dummer, blöder Penner, schieres Arschloch, du Dreckiger. Jetzt kann ich meine ganzen Fluchereien, die ich Kokichi gegenüber zurückhalte, die kann ich jetzt ihn an den Kopf werfen. Geschieht dir recht, Garrett, wenn du so ein dummer, blöder Typ bist mit so einer hässlichen Frisur. Hehe. Schön, mal wieder jemanden beleidigen zu können. Du grausamer Mann, dass du so etwas Fürchterliches sagst. Du grausamer Mann, oh, das hat ihn verletzt. Nie verstehst du mich. Ich hasse dich, Vater. Okay, das schon eher. Wie, nach all dem Aufwand ist dieses Heiratsding jetzt doch abgeblasen? Sieht so aus. Na ganz toll, kein Happy End. Weil so ein verblöderter, dummer Typ... Meinst du, oh nee, ich bin der Vater, ich kann mehr als alle anderen. Ja, ich dich auch gleich. Ach, ich denke, kein des Ursprungs. Ich will eigentlich diese Bonus-Story da machen. Oder kann ich die erst, wenn ich das Spiel durch habe? Das kann natürlich auch sein, das wäre aber doof. Irgendwie. Oh, stimmt, ja, da sind wir stehen geblieben.
Na gut, ich werde jetzt sowieso Schluss machen mit dem Part. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Was zum Henker ist das denn? Megaface. Ja, jedenfalls war es Xenoblade Chronicles 3. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.